So, da soll mal einer sagen, ich habe die Schraube nicht festgezogen. Ja, Tag zusammen und heute wieder live aus dem Truck. Ja, was steht heute an? Heute, wollte schon sagen, so ein Quickie. Heute schieben wir mal eine schnelle Nummer rein. Und zwar, irgendwie ist das Wetter ja super verrückt. Als ich das Pferdevideo aufgenommen habe, war die Woche ja strahlender Sonnenschein. Und jetzt hatten wir die letzten Tage hier Schnee bei uns, ne? Selbst Schnee bei uns in Bonn, ne? Für viele ist das ein weißer Regen, ne? Die haben ein bisschen mehr Schnee als wir hier, aber für uns ist das schon hier eine ganze Menge in der Stadt und vor allen Dingen im Rheinland gewesen. So, und zwar regnet es jetzt gerade nicht. Und immer dann, wenn ich ja meistens hier mit dem Truck unterwegs bin, ist ja eh nicht am Regnen und dann vergesse ich das nämlich. Ich hatte ja mal gesagt, ich habe hier ein Problem mit dem Scheibenwischer. Das wollte ich jetzt mal nutzen, also die Regenpause, die wir gerade haben, weil ab morgen soll es schon wieder Regen geben, um mal nach dem Scheibenwischer zu gucken. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer von euch das alles kommentiert hatte, aber ihr hattet gesagt, ja, hier, der Motor ist überdreht und also, ne, das kriegt man eigentlich hin. Ja, ich glaube, dass der Scheibenwischarm nicht richtig fest ist, weil der Motor funktioniert. Den hatte ich auch schon mal ausgebaut. Ich habe mir auch schon vor, boah, bestimmt jetzt, ja, ich habe mir vor gut einem Jahr bei eBay Kleinanzeigen bei einem Abonnenten von dem Kanal hier per Zufall einen MB-Truck Scheibenwischmotor mit Arm, also gebraucht, gekauft. Ja, und da ist ein guter Arm dabei. Den würde ich jetzt mal hier versuchen dran zu bauen, den alten Arm abzumachen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den Status Quo an, ja? So, also das ist hier der Knopf zum Bedienen. Ja, und wie ihr seht, also man hört es, ich baue den gleich mal ab, den Scheibenwischer, und dann seht ihr das, wie der funktioniert. Ich glaube, es sind 115 Grad, die der hier in der Wischbewegung macht. Ne? Vielleicht ist es auch ein bisschen mehr. Die Profis werden es reinschreiben. Es gibt da so verschiedene Gradzahlen. Wenn man sich so einen gebrauchten Wischermotor kauft, guckt man natürlich, dass man einen passenden hier für sein Modell bekommt. Aber es gibt auch so Universale, die man hier auch reinbauen kann. Ist aber ein bisschen Arbeit verbunden dann, die entsprechend anzupassen. Und dann hat man hier so einen Radius, ja, ich sag mal so von, ja, das kommt hin, ne, 115 Grad. Gut, wir einigen uns drauf, 115 Grad geben auf jeden Fall genug Sichtfeld frei, um mit dem unfallfrei durch den Regen zu fahren. So, lang genug gelabert, abschrauben und dann gucken wir mal, wie sich der Wischermotor bewegt, ob er sich noch bewegt und ja, alles weitere gleich. Ne, das ist hier relativ simpel fest. Also es ist jetzt auch keine mega komplizierte Reparatur, aber wenn das nicht ordnungsgemäß funktioniert, dann ist das scheiße im Regen zu fahren, ne? Weil das geht nämlich dann nicht. Ich muss auch dringend mit dem Truck in die Wäsche. Das machen wir als nächstes, sobald der funktioniert. So, zack, da ist er ab. So, das hier ist die Welle. Normalerweise ist der hier unten so ein bisschen abgeflacht an einer Seite. Der passt dann genau rein. So, dann guckt mal, ob ihr was sehen könnt. Genau, an für sich macht er jetzt die Bewegung, ne, die wir brauchen. Nur hat er für meinen Geschmack halt nicht genug Schmackes, ne, gehabt, beziehungsweise ist wahrscheinlich irgendwie durchgerutscht. So, ähnliches Prinzip hier, ne, bei dem ich erhoffe mir, also was erhoffe ich mir davon, dass ich das mache? Ganz einfach. Warum tausche ich die? Weil das sind ja ähnliche Systeme. Ich hoffe, dass ich den hier fester dran bekomme. Das war eigentlich auch schon die ganze Hexerei. Im besten Falle. Gut, der könnte jetzt noch einen Tick, ich weiß nicht, ihr seht das, ne? Der könnte hier noch eine Stufe höher. Jetzt gucken wir uns erstmal an, ob er überhaupt dreht. Also so, wie wir es brauchen, ne?
Ja, wahrscheinlich wäre, wenn er hier anfängt, besser. Ich mache das jetzt mal so martialisch. Ja, und jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Ich versuche noch mal ein bisschen strammer zu ziehen. Und jetzt müssen wir es luchen. Da bin ich noch nicht so 100% ein Freund von, aber kommt schon nah dran. Ich setze ihn jetzt noch ein bisschen höher, weil er kam hier unten an das Gummi ran. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß halt nicht, ob die nicht sogar original so laufen, ne? Also nur hier diesen halben, ja, oder ich weiß nicht, wie der. Also ob die wirklich auch nur von hier bis hier hochlaufen. Aber eigentlich müsste er für mein Empfinden so ein V hier hinbekommen. So, ich habe hier so ein bisschen, das ist jetzt hier mein, auf die Schnelle mal mein Wasserersatz. Weil Flutschi geht das auch besser, ne, für so einen Scheibenwischer. Ja, und da sind wir wieder. Und dann mit der nicht mehr den Weg zurück, richtig. Schraube ist so lang, der kommt da unten dran. Ne? Also das ist natürlich nicht die originale Schraube. Die muss ich noch ein Stück abflexen. Die Flex muss ich ja eh besorgen für die Schrauben hinten bei den Pferden. Ne? Die habe ich jetzt heute nicht dabei. Darf nicht wahr sein, ey. So. Ja. Jetzt ist die Sau schon wieder locker und hält nicht. So, da soll mal einer sagen, ich habe die Schraube nicht festgezogen. Also was habe ich gemacht? Ich habe jetzt hier ist eine so eine ohne Gewinde, so eine Hülse. Hier ist mit Gewinde von dem anderen Scheibenwischer hier übernommen. Da haben wir auch die passende Schraube. Und ja, bonne chance, ne? Wie der Franzose sagt. Also egal wie es jetzt endet. Das bleibt jetzt so, bis einer was von euch sagt. Ich gehe da jetzt erstmal nicht mehr dran. Genau. Ich warte sehnsüchtigst dann auf eure Tipps und Tricks. Wisst ihr, bin vorhin hier hingefahren mit der Prämisse, boah, das geht recht zügig, ne? Und fährst du kurz hin und zügig wieder weg. Aber das ist jetzt hier schon eine richtige Aufgabe geworden, jetzt das Ding. Ey. So, mehr mal jetzt auch nicht. Wenn er zuverlässig so läuft, könnte ich damit leben? Ja, ich bin auf jeden Fall tierisch gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr einen Fehler erkannt habt, woran es liegt, ob das so okay ist oder ob ich da nochmal ja nachjustieren muss. Ansonsten, ich wünsche euch eine eisfreie Woche. Und wir sehen uns nächste Woche Donnerstag. Ciao.